Ah, salut zusammen, wir sind auch da. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen bei Unterwassergarten. Wie ihr da gerade seht, bin ich an der Beckenvorstellung dran, am Video. Bald ist er fertig. Bleibt doch gerade dran, dann können wir zusammen schauen. Viel Spaß und danke. Denkt dran, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt kommen wir endlich zu der versprochenen Beckenvorstellung, Teil 1. Es geht um das Becken hier. Wie ihr wisst, hatte ich vorne wieder einen Rundteiler. Jetzt haben wir wieder entschieden für ein Becken an die Wand. Ich hatte ja schon mehrere Rundteiler. Sie sind sehr schön, aber in dem Raum hat es besser ein Wandaquarium passt. Und wie ich schon gesagt habe, back to the roots. Zurück zu den Ursprungswurzeln. Darum ist wieder so etwas entstanden mit blauer Folie. Wie mein erstes Meerwasserbecken. Hier seht ihr eines meiner ersten Meerwasserbecken. Und das ist eigentlich Vorlage für mein neues. Darum back to the woods. Ein Wandaquarium mit blauer Folie. Zum Teil haben wir sogar noch die Fische drin. Korallen von damals. Jetzt kommen wir zu den technischen Daten. Wir haben hier ein Poolbecken mit Optiweitglas. Maß sind 2,50 m mal 60 Tiefe mal 55 Höhe. 55 cm sind entstanden, damit die Bodenheizung oder besser gesagt der Unterlagsboden nicht beschädigt wird. Ein anderer Aspekt war auch, dass ich immer mehr Platz unten will und höher baue. Damit habe ich das Becken ein bisschen tiefer machen, damit ich besser reinlangen kann. Ihr seht hier, da kommt man gut dazu und aber. Das war einfach mein Grund, dass ich es tiefer gemacht habe. Und ich habe einen Pool gemacht, wenn man die Strömung abstellt, hat man oben eine schöne Sichtfläche, kann somit schöne Fotos generieren und dadurch, dass es oben offen ist, sieht es auch viel eleganter aus. Wie ihr seht, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Radiance. Zwei alte G4er Modelle und drei neue G5er Modelle. Das Ganze habe ich verkleidet mit einem Acrylglas, das lichtdurchlässig ist und kleine Effekte macht. So, jetzt kommen wir zu der Verkleidung. Wie ihr seht, habe ich oben eine Eichenbordüre gemacht und das Ganze ist im Hochglanz. Weiss. Ich habe mich entschieden für Magnetplatte, dass man das Ganze, die ganze Verkleidung kann wegnehmen kann. Somit kann man besser arbeiten im Unterschrank und hat nichts, was im Weg kommt. Es ist immer eine gute Alternative, somit spart man teure Scharnieren, die sowieso anfangen zu kosten. So, jetzt kommen wir nochmal schnell zu den Lichtblenden. Ganz kurz, wie ihr seht, oben über die Lichtblende ist da das weiße Acrylglas. Ganz einfach gelöst, so dass man sie auch schnell weglupfen kann, wenn es nötig ist oder mehr Platz braucht zum Arbeiten. Ich tue das jetzt gleich mal demonstrieren. Wie ihr seht, ist das ganz einfach zum Weglupfen, sodass dass das mega leicht ist. Ist es einfach schnell hinten eingeklickt und somit kann man es ganz einfach weglupfen. Wie ihr jetzt gerade schon gesehen, das Ganze wirkt jetzt viel massiver ohne den Blendschutz und man kann direkt in die LED hineinschauen. Vor allem wenn man auf dem Sofa hockt, blendet das extrem und ist somit kein schönes Schauen. Es lenkt einfach zu viel ab vom generellen Bild vom Aquarium. Darum empfehle ich immer ein bisschen den Blendschutz. So, jetzt kommen wir zum Ablaufschacht. Der habe ich ganz hinten rechts gewählt. Für mich kann ich gut Strömungsbild erzeugen. Zuleitung, wo das Wasser rauskommt, ist nach vorne, Frontscheibe gerichtet. So kann ich einen schönen Strom generieren und eine leichte Ringströmung erzeugen. Schon allein mit dem Auslauf. Da hinten habe ich noch einen MP60, wo zusätzlich den Wasserstrom nach vorne wälzt. Und hat vorne also die Seitenscheiben angedruckt und hinten hat es einen MP40, wo die Hinterseite durchströmt, bis wieder zum Ablaufschacht. Und somit habe ich schöne Ringströmung. Ein gutes Strömungsbild. Die Ringströmung ist wichtig für ganz viele Sachen. Wenn die Strömung stimmt, stimmt vieles. Wenn die Strömung nicht stimmt, kann man Nährstoffprobleme bekommen, Sauerstoffprobleme, diverse andere Probleme. Darum ist es so wichtig, ein gutes Strömungsbild
generieren. Und natürlich auch der ganze Abtragsport von dem Nährstoff, vom Kot, von den Fisch, ist somit auch besser gewährleistet. Also achtet auf euer Strömungsbild. So, jetzt sind wir am Ende des Teils 1 angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Mal kommt dann noch ein bisschen mehr Technik unter Schrank. Und wie ihr gemerkt habt, es gibt eigentlich viele Sachen zum erzählen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Denkt dran, like da, abonnieren, teilen. Und bis.